Moin, moin, YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Armored Warfare mit dir, mir und uns und der M109 Artillerietis, wie ich letztes Mal auch gesagt habe. Und man muss lange genug rummeckern, ne? Sag ich was von Scorpio? Was kommt? Ja, Scorpio. So lobe ich mir das Spiel. Ich bin M109 noch nie gefahren, ich hatte mal die Gwostika für 2-3 Matches und dachte mir, ach komm, fuck AT. Und da habe ich mir den Chieftain gekauft. Und jetzt habe ich mir versehentlich die M109 gekauft, weil ich habe gar nicht überlegt, welches dann am Ende kommt. Und ich will eigentlich die Paladin gar nicht haben. Sondern viel lieber die Panzerhaubitze. Aber es hat ja auch jeder mit Geschmack lieber. Oh, da habe ich wieder was geöffnet, ne? Auf jeden Fall gucken wir erstmal. Oh lol! What the fucking shit fucks. Shit fuck, shit fuck, fuck, shit fuck. Aber wir sind ja nicht gespawnt, scheiß drauf. BMPT Terminator. Was ist denn da immer in meinem Weg? Alter, was hatten die für einen Schusswinkel? Gar keinen? Ich bin gespawnt. Nice. Nietzsche, Nietzsche, Fahrradzitze. Da ist er denn. Wer ist denn da zu glauben, da der Terminator ist ja immer noch in der Deckung drinne, du, das kannst du ja nicht, kannst du keinem erzählen, ne? Aber komm, wir versuchen es aber mal. Yo! Das ist gut, hat sogar gut Damage gemacht. Kommen wir in die Stadt da oben? Ich glaube fast nicht. Wir fahren aber mal ein Stück weiter hier in die Richtung. Wir können ja gerade auf eh nicht schießen. Wobei, der Trick ist einfach nur, dass wir später da hinten hinkommen, ne? Erstmal können wir dem Sheridan nochmal eine verpoolen. Alternativ auch den Begleitpanzer, je nachdem, was von beiden halt. Oh. Schade. Jetzt bleibt er stehen, das ist ein Scherz. 15 Sekunden wieder, das ist nicht ganz so viel. Hey! Ach ja, ich hab vergessen zu moven. Ärgerlich. Wird man sofort bestraft für. Gehört sich ja auch nicht, ne? Da ist er, der Kill, du, da ist er, dein kaltblütig weggemacht, ich behaupte, ne? So, gehen wir auf den als nächstes? Klingt gut. Oder auf den da? Klingt auch gut, ne? Yo, haben wir den Ural weggemacht. Der ist die Art hier. Alter! Da ist die Art hier eigentlich auch da. Und zwar einfach so, um die dicken Ziele erstmal abzusoften ein bisschen. Weil ich mach Damage. Die Main Battle Tanks nicht unbedingt, unsere Tanks nicht unbedingt. Sowas wie den T64 zum Beispiel da oben. Wenn wir jetzt natürlich noch rechtzeitig aimen würden, wäre das auch richtig königlich. Und du fährst zurück, natürlich fährst du zurück. So, also, gucken wir mal, ob wir wieder gecountert werden. Werden wir nicht. Okay. Ein Abrams. Echt? Cool Story. Ja, trifft nicht mehr. 91 Damage. Ist voll die gute Position hier. Wir stehen hier relativ artig safe und können aber richtig gut darüber schießen. Und wenn die jetzt noch das spotten würden, aber wenn da noch ein M60 ist, fällt mir gerade mal auf. Wo ist denn der? Ja, oh lol, da. Ich strottel! Direct Hit, 105 Damage. Was im Hals? Ich weiß nicht, was ist immer doof im Let's Play, ne? Das ist immer doof. Aber das ist noch ein Abrams. Und der Abrams muss nochmal aufgehen. Dann könnten wir auch mal gucken, ob wir dem nochmal eine beipulen können. Ah, guck mal, der ist nach oben gefahren. Der alte freche Sack, du. Jo. Weil man macht auch halt sehr viel Dings-Damage, ne? Module-Damage mit der Artillerie. Also ich finde, das in Armored Warfare macht die echt Spaß zu spielen. Ich habe die in WoT nie gerne gespielt, aber hier hast du halt irgendwie... Du bist ein bisschen flexibler als bei WoT. Was, habe ich da den Pfeiler getroffen? Lol. Gucken wir mal hier hin, vielleicht ploppt da noch was, irgendwas auf. Ein OF-40. Nö, trifft nicht. Oh, bei 8. Wie viel Damage haben wir schon? 1200, na gut. Dafür, dass ich ein Arti-Noob bin, ist es mal, ich sag mal, wenigstens okay. Okay, trifft's ganz gut. Gehen wir auf dich. Das meine ich nämlich. Zum Beispiel, ich kann das mit dem Vorhalten noch nicht gut. Aber das kommt mit der Zeit. Das lernt man, ne? Würde ich behaupten. Und so viele Panzer wie da stehen, werde ich einfach da reinlunzen. Schade.
So ein Begleitpanzer, aber da werde ich nicht mehr viel von abbekommen wahrscheinlich. Der wird relativ fix gefinished sein, genau. Ist die Frage, ob noch was kommt. Doof, dass wir die Shipments nicht gemacht haben. Die kann ich ja eigentlich auch machen, ne? Oder geht es das Artillerie nicht? Das ist ja voll gut. Da kann man ja so voll die gute Hilfe fürs Team sein. Finde ich nice. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir auf so einem Expeditionary Tank nochmal sehen können. Rein Damage Tank, weil das sieht schlecht aus, so wie der gerade fährt. Aber, ach guck an, da ist so noch was. Und die kabbeln sich auch noch so schön. Oh, ist das nicht. Ist das nicht wundervoll? Schade. Lol, das macht 117 Damage, aber das andere nicht? Lol. Letztes Target auch. Nice. Wo ist das Stingray eigentlich hin? Irgendwann steht er mal in der Fresse, ich sehe das schon kommen. Ja, noch nicht. Ja, der sieht gut aus. Auf den Boss. Ich hab den Boss gekillt. Immerhin das. Ich habe den Boss gekillt. Ist auch was wert, ne? BMP2. Nee. Okay, ich statt noch einen Boss. Ist mir auch egal. So. Tja, habe ich einen Boss gekillt. Was machst du jetzt? Herr Freddy, kein Boss bauen. Wir haben gleich nachgeladen. 17 Schuss feiert und wir haben 1500 Damage. Ne? Immerhin fast 100 Damage. Jetzt circa 100 Damage. Haben wir zwei Schüsse auf die Dinger gemacht. Okay. Ja, machen wir jetzt, oder? Haben wir jetzt gekappt in das Ding oder haben wir jetzt nicht? Da ist noch eine Panzer. Bitte schau noch ein bisschen härter, Artie Safe. Im Ernst? Ist ein Ernie. Müsste hier hinfahren, damit ich ihn treffen kann. Der fährt dahin. Nein. In die Kommandoluke. Sniper! Nice. Ja, wir sind halt. Ja, Call Me Ghost Warrior, würde ich behaupten, ne? Call Me Ghost Warrior. Wie lange Scorpio doch dauern kann, hatte ich nicht mehr so im Kopf irgendwie. Aber gut. Da soll noch Panzer sein. Das halte ich für ein Gerücht, hoffentlich. So, schön ist, dass du dich ja nicht bewegen brauchst und keine Artim existiert. So, ich kann aber nochmal spoten gehen. Das war kein gesundes Geräusch. Hier ist nichts, Leute. Ich tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber hier ist nichts. Zumindest nicht da, wo ich sehen kann. Schade, dass man nicht weiter rauszoomen kann. So ein kleines Stückchen wäre doch cool. Das finde ich bei der Maus zum Beispiel cool. Ich kann das Mausrad ausklinken. Also ich kann es jetzt halt so auf Stufen drehen, dann mache ich es halt so. Und dann kann ich so durchgehend smooth drehen lassen. Das ist sehr witzig. So Waffen durchwachsen die ganze Zeit. 3 Kills, 1500 Schaden. Hat sich gelohnt. Ach ja. Ja, da scheint nichts mehr zu kommen, ne? Also campen wir jetzt durch, oder wie? Dauert ja noch ein Minütchen. Okay, kennt er nicht gerade Uhr 40, ja. Oder hier ist die Minimap, ne? Das wäre zu einfach. Und der T64 ist tot, T72 lebt noch und der UR40 capt. Ich hoffe, der capt auch durch. Ne, ist nur rausgefahren wieder zwischendurch. Oh Mann, das kann sich ja nur noch um Wochen handeln. Gucken, ob hier noch was ist. So viel kann doch nicht mehr leben. Ein Panzer oder so und dann war es das auch schon. Außer wir haben in 2 Minuten verloren. So. Jetzt gehen quasi hier mit dem auf Spotting-Jagd. Wenn er was spottet, killen wir es instant, weil wir sind brutal und einflussreich. Wir sind jung, brutal, gut aussehend, ne? Ach, scheiße. Ha! Kill on sight. So. Jetzt kämpfen wir ein paar mehr, weil sonst habe ich echt die Angst gehabt, dass wir das irgendwann verlieren, weil was nützt es nicht, im UR40, wenn er wieder rein und rausfährt? Nicht, dass ich das auch schon gemacht hätte. Das ist ein Trottel. Es ist einfach nur ein Trottel. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber das stimmt einfach nur. Oh Mann, ich verstehe ihn nicht. Aber gut.
Es ist nicht gut, aber schön. Nee, schön, aber gut, so rum. Naja, macht doch nichts. Auf jeden Fall haben wir die Runde gewonnen. Ja. Die Käppen dauert so lange. Ich suche noch einen Bus, den ich killen kann. Kill on sight, den Bussen. In der Stadt ist noch irgendwo ein Bus, ne? Boah, ein gelber Bus. Der Endgegner. Flieg und Sieg! Nice. Boah, genau getroffen. Hauptsache nicht aimen, also brauch sie nicht. Muss gar nicht aimen. Mach's einfach. Mach's ihn weg. Hast ihn weg gemacht, wenn du ankommst. Oh Gott, ich muss aufhören, so zu reden. Ja, ich sollte auch mal so zu reden, macht aber nichts. Auf jeden Fall, was mir in Armored Warfare irgendwie an der Art ein bisschen mehr gefällt als in WoT, ist einfach dieses Ding: Du schießt in WoT, hast dann 30 Sekunden Reload, mit Pech mehr, kommt auf die Art an, und dann hast du daneben getroffen oder machst 200 Schaden und dann, geil, AFK kacken. Und hier halt. Du bist halt sehr leicht verwundbar, du machst nicht viel Damage, aber du schießt relativ schnell und bist relativ genau. Auch das Einaimen bei WoT, wenn ich überlege, was ich mit einem scheiß GW-Tiger einaimen muss. Aber wie macht das denn Spaß? Kannst du mir noch nicht erzählen. Es gibt bestimmt Leute, denen das Spaß macht. Mir auf jeden Fall nicht. Nun gut, dann war das eine etwas kürzere Folge für euch. Ich habe leider nicht mehr die Zeit, noch eine Runde aufzunehmen, sonst würde ich es für euch gerne tun. Aber sonst killt mich. Ja. Lassen wir das. Bis später. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß und schreibt mir in die Kommentare, welchen Panzer ihr gerne sehen möchtet.